habe ich natürlich auch alle Big Brother Folgen verfolgt, natürlich, ne? Deswegen habe ich auch schon so unter den Augen etwas brennender, natürlich nicht alle, ne? Man muss auch ein bisschen arbeiten gehen, aber bei einer Staffel, da war er, denke ich mal, schon mehr als bekannt geworden und wird seitdem auch regelmäßig gebucht und wie es bei vielen ist, viele gehen zur Bühne, singen ein Lied, zwei Lieder und sind wieder weg vom Fenster. Und bei dem Künstler ist es nämlich genau nicht so, denn was hat er, was andere nicht haben, Mirko? Er kann singen. Das ist doch schon eine Aussage. Nein, ich habe jetzt gerade geflirtet hier vorne. Mit wem denn? Ja, das verrate ich nicht. Die versteckt sich so. Mir fällt dazu ein, ich habe nämlich nochmal Notizen gemacht, weil das kam ja jetzt alles wie ein Feuerwerk mit ihm. Das beste Video 2007 hatte er nämlich. Er wurde von den DJs in Deutschland, wurde sein Song, ich werde verrückt, zu dem besten Song gewählt. Das ist schon mal eine Hausnummer. In deutscher Sprache, ganz wichtig, denn er kommt eigentlich und gebürtig hier in Dorf, ist war Deutsch-Marokkaner. Sieht gut aus, ist ein Sunny Boy, so wie Mirko zu alten Zeiten. Ja, und jetzt kommt seine Background-Tänzer, die haben schon getanzt bei den No Angels. Auch nicht schlecht. So, und jetzt freuen wir uns. Mit einem großen Applaus wird er von euch applaudiert und begrüßt hier in der Westfalenhalle. Lieber Markus, du darfst es sagen. Man sagt von ihm, er ist der deutsche Justin Timberlake. Wir wollen es sehen. Viel Spaß mit Zeit! Superstar Productions, Sabi and Vulcani Fun. Das ist die Extended Version von Ich werd verrückt. Ha! Hol das mal an, ja! Heute Abend hab ich Lust auf den Kanal. Wenn ihr die Zeit habt, dann schreibt ihr mal die Kamera. Ohne mich in Top Game, lecker, lecker. Wenn ich um was nicht denk, na, 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 na. Checkt mich, die Sonne, die Bibi, die Mama. Thank you.